Hey und herzlich willkommen zu deinen Tagesenergien für rund um Mittwoch, den 3. August 2022. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir schauen gleich mal rein, was die Karten dir für den Mittwoch oder rund um den Mittwoch. Die Energien sind ja fließend. Das kann schon ein bisschen vorher zutreffen. Das kann aber auch noch ein paar Tage länger nachwirken, was die Karten dir so sagen wollen. Und wir sind bei dem Thema, irgendetwas wird sich finden. Etwas, wonach du vielleicht schon lange suchst, vielleicht auch etwas, von dem du gar nicht gewusst hast, dass du es suchst, findest es aber trotzdem. Vielleicht findest du aber auch einen Teil in dir. Ja? Wir haben ja hier die Transformationsschmetterlinge. Also vielleicht bist du auch dabei, gerade in irgendwelchen Prozessen drin zu stecken und stellst fest, so, wow, ich wusste gar nicht, dass das in mir steckt, dass ich den Anteil auch habe, dass ich diese Qualität, diese Gabe auch habe. Vielleicht kommt auch jemand um die Ecke und sagt dir das in Form eines Kompliments oder sagt dir, oh, ich schätze an dir. Echt krass. Wusste ich gar nicht, dass ich das kann. Wie cool, ja? Also so die grundlegende Energie, die Dinge finden sich, du findest dich, Dinge, die verloren gegangen sind, finden wieder zusammen. Vielleicht im weitesten Sinne kann auch eine Reparatur anstehen, ja? Vielleicht wartest du schon länger auf einen Termin irgendwo und bekommst den jetzt endlich, wo es darum geht, weiß ich nicht, was reparieren zu lassen. Oder Dinge, die kaputt gegangen sind, gehen auf magische Art und Weise schon wieder. Also ja, ist ja auch manchmal im weitesten Sinne, es findet sich, die Dinge finden sich. So, jetzt gucken wir mal ins Tarot, was wir da vielleicht noch an klärenden, intensiveren Botschaften haben. Ich mache die Kamera wieder runter. So, ein bisschen höher. Da ist unsere Findenkarte. Und jetzt gucken wir mal hier im schönsten Berliner Sonnenschein, was wir hier noch haben. Wir haben den Weber der Zaubersprüche. Das ist ein, ja, das ist eine heilende Karte, das ist eine versorgende Karte, das ist Liebe, das ist, kann auch eine Mutter sein oder eine mütterliche Person, das kann eine beste Freundin sein, die dich auffängt. Das kann aber auch der Hinweis sein, dir selbst guter Freund zu sein. Ja, also es passt dann wieder hier auch zu der Transformationsenergie. Wer soll dich lieben, wenn du es nicht selber tust? Das kann auch ein Hinweis sein, sich mehr zu erden. Ja, sich mehr mit sich, mit der Erde, mit Mutter Erde zu verbinden, vielleicht auch rausgehen, Zeit draußen zu verbringen, in der Natur zu verbringen, sich vielleicht auch mal mit Kräutern auseinandersetzen, ja, Kräuterkunde. Vielleicht kennst du da auch Menschen, die sich damit auskennen oder du kennst dich selber aus und hast es schon eine Weile nicht mehr gemacht. Dann auch hier nochmal Freundschaft, Miteinander, Verbundenheit, was verbindet uns? Richte den Fokus mehr auf das, was uns verbindet, statt auf das, was uns trennt, ja, haben wir hier eine ganz spannende Kombination. Wenn du dich ausgeschlossen fühlst von irgendeinem Kreis, hast du dich selber ins Abseits geschossen. Das haben nicht die anderen gemacht, das hast du gemacht. Und der Weg zurück ist aber auch offen. Aber offensichtlich musst du erst Anteile in dir finden oder auch heilen. Jetzt macht mir die Sonne hier wieder einen Strich durch die Rechnung, aber wir wollen sie dafür nicht verurteilen. Wir lieben die Sonne. Dass du dann vorangehen kannst und den Weg nach Hause zurückfinden kannst. Aber wohl wissentlich, zu Hause wartet jemand auf dich. Ja, ob, wie gesagt, ob das zu Hause in dir ist, ob das eine Rückkehr in den Kreis ist, wo es gerade vielleicht ein bisschen ruckelig oder schwierig ist, partnerschaftlich, freundschaftlich. Ja, ob da vielleicht auch eine Reise ansteht, kannst du, ja, eine Reise ansteht. Und auch der Hinweis, die Kommunikation geht wieder los. Also wenn du auch auf eine Antwort von irgendwo was wartest, dann hast du hier den Hinweis, die Antwort geht los. Vielleicht nimmst du auch selber Kontakt auf. Und wenn es um was Zwischenmenschliches geht, wisse, allen Beteiligten geht es nicht gut. Alle Beteiligten sind verwirrt, schlafen vielleicht schlecht und sind auch in so einem Gedankenkarussell drin, wo man aber auch sagen muss, es ist ja dein Weg, mit den Dingen umzugehen. Und du kannst sie dir schlecht denken, du kannst sie dir aber auch gut denken. Und vielleicht auch eben das Licht zurückholen, die Freude zurückholen, sich auf die guten Dinge besinnen, zu sagen, ist vielleicht mehr Gutes da als Schlechtes? Oder wie ist auch die Waage von, wie empfinde ich was, ja? Aber Fakt ist, der Heimathafen ist offen, eine Rückkehr ist möglich, eine Annäherung ist möglich, ein Erkennen in dir selbst ist möglich, aber auch der Hinweis, bitte geh die heilsamen Schritte. Und wenn ich sage du, natürlich kann auch dein Gegenüber damit gemeint sein. Das ist ja im Kartenlegen immer fraglich, ne? Geht es um dich oder geht es um eine Person oder Situation, mit der du zu tun hast?
Aber Fakt ist, wer auch immer damit gemeint ist, wirklich hinschauen und die heilsamen Schritte gehen, bevor man zurückkommt. Sonst geht das Ding demnächst wieder von vorne los. Und ähnlich wie in der Transformationsenergie, ja, das muss auch erstmal austransformiert werden. Zumindest jetzt hier laut diesem Reading, bis es dann weitergehen kann. So, hier kommt auch nichts mehr. Die Story ist auserzählt. Dann fragen wir nochmal die Feen um Rat. Welche Fee haben wir denn hier? Und das ist die weissagende Fee. Die Fee, die sagt, du fühlst es doch, du weißt es doch. Und wenn du dich in Ruhe mit dir verbindest, dann kennst du alle Antworten, auch in dir. Ich kann ja nur weissagen, was da ist. Ja, ein richtiger Wahrsager, Weissager, Kartenleger, wie auch immer, denken uns die Geschichten ja nicht aus. Genauso wenig wie du dir die Geschichten ausdenkst. Das, was da ist, das nimmt man und das verwandelt man. Aber oftmals spielt einem dann eben auch der Kopf einen Strich durch die Rechnung, weil der die Dinge, die da sind, nochmal anders bewertet. Ja, da vielleicht den Hinweis drauf zu legen. Und hier haben wir nochmal Licht, also Licht und Freude kommen zurück. Das, was vielleicht sich festgefahren und komisch anfühlt, wird wieder demnächst bald sehr, sehr schön und gut. So, das erstmal zum Hauptreading. Jetzt ist es wieder an der Zeit für deine eigene Frage. Vielleicht hast du eine im Kopf, eine konkrete Frage oder ein Thema, wo du sagst, naja, damit beschäftige ich mich gerade, was ist denn da so los? Dann kommt jetzt die Antworten für dich, aber nochmal der Hinweis, schau auch, ob die mit dir in Resonanz gehen. Ne? Das kann nicht immer für jeden zutreffen, ob das deine Antworten sind. Dann denk an deine Frage oder an dein Thema und die Antwort ist, hängt von dir ab. Hängt von dir ab. Okay, also kannst dich nicht auf andere da verlassen, kannst dich nicht auf die Meinungen anderer verlassen oder natürlich kannst du die Inspiration holen, aber der Ausgang deiner Situation, it's up to you, hat was mit dir zu tun. Da kann dir keiner bei helfen. Was jetzt verwirrend ist, weil jetzt kommt die Karte, bitte andere um Hilfe. Okay, witzig. Also entweder deuten wir das Ganze jetzt so, dass wir sagen, du bitte frag andere um Hilfe, aber lass dich davon nicht beeinflussen oder dir reinquatschen, lass dich inspirieren, aber bitte triff am Ende deine eigene Entscheidung. Oder, das ist jetzt das Witzige beim Tarot, wenn ich immer sage, ne, bist du damit gemeint oder ist der andere damit gemeint? Könnt ihr jetzt auch, die eine Karte ist für dich und die andere Karte ist für die andere Person oder Situation oder ja, also guck mal, was davon mit dir in Resonanz geht. Ich ziehe mal der Sicherheit halber noch eine dritte. Vielleicht kriegen wir da noch eine dritte verwirrende Botschaft. Was haben wir hier? Take Action, geh in Bewegung. It's up to you, leg los, geh in Bewegung. Stillstand ist das Einzige, was du nicht tun solltest. Okay, für alle, die jetzt nicht ganz verwirrt sind, uns allen einen tollen Tag, eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal, deine Denise.